Durch die Gleichung y ist gleich x² plus qx plus 4 ist für q Element R eine Parabelschar p in Abhängigkeit von q festgelegt. Bestimme die Werte für q, wenn die Gerade y ist gleich minus 0,4x plus 1,1 Tangente ist. So, schauen wir uns kurz in einer Skizze nochmal an. Wir haben hier unser Koordinatensystem. Und jetzt haben wir eine Parabelschar, das heißt ganz, ganz viele Parabeln in Abhängigkeit davon, was unser Parameter q eigentlich ist. Zum Beispiel könnte die Parabel so aussehen. Oder so, oder so, oder auf die andere Seite rüber. Irgendwie im Prinzip so. Weiter gibt es jetzt noch die Gerade g mit minus 0,4x plus 1,1, die ungefähr so aussieht. So, und jetzt ist die Frage, für welches q ist diese Gerade g gleichzeitig Tangente an diesen Parabeln? So, man soll jetzt schon über die Tangente wissen, wie man die bestimmt, nämlich bei den Lösen von quadratischen Gleichungen. Im Prinzip heißt es hier, die Schnittpunkte von den Parabeln mit der Geraden haben wir kennengelernt. Die Diskriminante, wenn die kleiner ist als 0, gibt es keine Lösung. Wenn sie gleich 0 ist, gibt es eine Lösung. Und wenn sie größer als 0 ist, gibt es zwei Lösungen. Das bedeutet gleichzeitig, wenn wir hier eine Tangente suchen, hat die genau einen Schnittpunkt, also Tangente, ein Berührpunkt mit der Parabel. Das heißt, die Diskriminante muss 0 sein. Wir fangen also ganz normal an, als würden wir Schnittpunkte einer Parabel mit der Geraden berechnen. Also wir stellen die Parabelgleichung auf, x² plus qx plus 4. Und jetzt ist gleich minus 0,4x plus 1,1. Also gleich die Geradengleichung. So, gleichsetzen. Und jetzt, um die Lösungsformel ansetzen zu können, müssen wir eben auf so umformen, dass eine Seite 0 ist. Da forme ich jetzt die rechte Seite um, also plus 0,4x minus 1,1. Und ich sortiere jetzt gleich ein bisschen plus qx und jetzt füge ich hier die plus 0,4x ein. Dann 4 minus 1,1 sind plus 2,9 ist gleich 0. So, jetzt haben wir die Form ax² plus bx plus c ist gleich 0. Vielleicht noch ein Hinweis hierzu. Um hier das b korrekt ablesen zu können, wäre es vielleicht noch sinnvoll, dieses x auszuklammern. Das heißt, noch umzuformen in x² plus und vor dem x steht hier jetzt ein q und hier steht ein plus 0,4 mal x. Also ich habe das x aus beiden Summanden rausgezogen und das andere in die Klammern gesteckt. Plus 2,9 ist gleich 0. So, jetzt sieht man einfacher, was eben die Faktoren a, b und c sind. Hier schreibe ich es jetzt nochmal auf. Wir brauchen die Diskriminante, die berechnet sich aus b² minus 4 mal a mal c. Und zur Erinnerung, das a ist der Faktor Form x², das b ist der Faktor Form x, das sieht man jetzt in der Form eben leichter wie in der Zeile drüber. Und der Faktor, das Summand ohne x ist in dem Fall der Faktor c. So, setzen wir ein. D ist gleich b², das heißt der komplette Teil q plus 0,4 wird zum Quadrat gesetzt. Dann plus 4 mal a ist in dem Fall 1, steht ja nichts vom x² davor, also ist automatisch der Faktor 1, plus c sind 2,9. So, jetzt heißt vereinfachen. Erster Schritt, binomische Formel. Das ist die erste binomische Formel, finden wir auch eine Formelsammlung. Also, erster zum Quadrat, das ist q² plus 2 mal, erster mal zweiter, 2 mal 0,4 sind 0,8 mal q und jetzt der zweite zum Quadrat, 0,4 Quadrat sind 0,16. Plus 4 mal 1 mal 2,9, das kann man jetzt noch im Taschenrechner eingeben und es ausrechnen. Das wären in dem Fall minus 11,6. So, jetzt vereinfachen wir noch einmal, hier die 0,16 und die 11,6 kann man noch zusammenfassen, dann haben wir q² plus 0,8q und jetzt minus 11,44. So, das ist jetzt die Diskriminante in Abhängigkeit vom Parameter q. Jetzt wissen wir ja, wenn es eine Tangente sein soll, muss die Diskriminante 0 ergeben. Also kann ich einfach hergehen und hier hinten hinschreiben, ist gleich 0. Ja, also das soll jetzt nicht keine Tangente sein, deswegen muss das Ding 0 ergeben. Daraus kriegen wir jetzt eine neue Gleichung, nämlich q² plus 0,8q minus 11,44 ist gleich 0.
Und wenn es jetzt auffällt, wir haben hier wieder eine quadratische Gleichung, zwar nicht in Abhängigkeit von x, ja, also hier oben war es ja ein x mit drin, jetzt haben wir halt auch mit dem Parameter q. Wir machen also genau im Prinzip nochmal das Gleiche. Wir lösen diese quadratische Gleichung mit Hilfe der Diskriminante, nur halt, dass wir das jetzt mit q machen anstatt mit x. Also wir fangen wieder an. Hier können wir wieder nachgucken, was ist das a, was ist das b und was ist mein c. Dann das gleiche Spiel genau nochmal. 0,8 zum Quadrat minus 4 mal a mal c. Und jetzt sehen wir schon, hier haben wir jetzt in dieser Zeile haben wir jetzt gar keine Variable oder Parameter mehr drin. Das können wir ganz normal in den Taschenrechner eingeben. Und dann kommt raus ein Wert von 46,4. Der ist größer als 0, also werden wir zwei Lösungen rausbekommen. Es gibt zwei Tangenten. Anders beim Parabelschirm muss man das anders formulieren. Es gibt zwei Parabeln, zu der diese Gerade hier Tangente ist. Man kann sich das ja vielleicht auch so vorstellen. Hier ist eine dieser Parabeln und hier auf der anderen Seite wird nochmal so eine Parabel sein. Ja, also klingt eigentlich logisch, dass es zwei geben muss. So, dann setzen wir jetzt die Lösungsformel an. Q1 ist gleich, jetzt nochmal allgemein aufgeschrieben, minus b plus minus die Wurzel aus der Diskriminante, Achtung, natürlich die von q, geteilt durch 2a. Und auch hier gilt, ich darf nicht die von ganz oben einsetzen, sondern muss natürlich das Ding in Abhängigkeit von q benutzen. So, dann folgt für q1 ist gleich minus 0,8, das war mein b. Dann rechnen wir zuerst plus die Diskriminante, also 46,4 geteilt durch 2a, also 2 mal 1. Das lässt sich jetzt ganz normal in Taschenrechner eingeben, das könnte jeder Taschenrechner ausrechnen. Und dann kommt ein Wert von 3,01 raus. Das gleiche machen wir für q2, minus 0,8 und jetzt minus die Diskriminante, geteilt durch 2 mal 1, wieder in Taschenrechner eingeben und dann kommt ein Wert von minus 3,1. 8,1 raus. So, das sind unsere beiden Qs. Wenn man jetzt noch die Parabelgleichungen dazu aufstellen möchte, muss man nichts anderes machen, als diese beiden Qs nochmal in die Parabelgleichung von oben einsetzen. Also hier ganz oben in diese Formel. Für das Q einfach Q1 und dann nochmal Q2 einsetzen. Also, da haben wir ein y1 mit x², jetzt heißt es hier plus qx, also plus 3,01 mal x und hinten dran noch plus 4 und dann noch das y2 mit x² und jetzt hier das q2 einsetzen mit minus 3,81 mal x plus 4. Ja, und damit hätten wir jetzt beide Parabeln gefunden, die die Tangente gerade g haben.